Morgen. Herzlich willkommen zu den Wissenschaftstagen. Schön, dass Sie so früh hier hingefunden haben. Wir beschäftigen uns heute Morgen mit der Stadt, mit der Zukunft der Stadt. Ich bin beauftragt worden, als erstes mich selber vorzustellen. Also ich bin Andrea Benze, Professorin an der Hochschule München für Städtebau und Theorie der Stadt. Und deswegen ist es für mich auch sehr spannend, die nächsten drei Vorträge moderieren zu dürfen. Und das Format ist so, wie es immer ist. Es wird 30 Minuten vorgetragen ungefähr. Danach haben Sie aus dem Publikum die Möglichkeit, Fragen an den Referenten zu stellen. Und nach einer Viertelstunde würde dann der nächste Referent kommen. Ja, und jetzt bin ich sehr froh, dass Professor Dietrich Fink sich bereit erklärt hat. Kommen Sie schon auf die Bühne? Kommen Sie doch mal. Oder ja. Hui. Habe ich jetzt falsch rum gemacht. Ne? Also, Professor Dietrich Fink hat sich bereit erklärt, den ersten Vortrag zu halten. Er ist an der Technischen Universität München, hat dort das Fachgebiet für städtische Architektur, ist auch Mitinhaber eines Architekturbüros in München, Fink und Jocher, hat schon viele Bauten an prominenten Stellen auch in München errichtet und darüber hinaus ist er auch wissenschaftlich tätig und hat sich eben eine ganze Zeit mit der langfristigen Siedlungsentwicklung in München beschäftigt, ein Gutachten. Und es geht ihm, glaube ich, auch in vielen Teilen seiner Forschung darum, nachhaltige Siedlungsentwicklung durch eine Verdichtung der Städte zu schaffen. Und er wird uns jetzt wahrscheinlich aus der Perspektive des praktizierenden und des forschenden Architekten und Stadtplaners Einblick in seine Arbeit geben. Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank. Danke, Frau Benze. Danke für die Einladung heute Morgen zu Ihnen zu sprechen. Ich gebe gerne Auskunft über ein Gutachten, das wir am Lehrstuhl, es hieß Forschend und Arbeitend als Architekt. Ich werde mich heute beschränken auf meine Tätigkeit als Professor an der TU München. Es geht um ein Gutachten, in dem wir von der Landeshauptstadt München beauftragt worden sind und gefragt worden sind zu einer sehr einfachen und gleichwohl virulenten Fragestellung, die so lautet: Wir wissen, dass wir mit seriösen Prognosen hinterlegt für einen Zeitraum von 15 oder mehr Jahren mit einem Wachstum von 25.000 bis 30.000 Menschen, die in das Gebiet der Landeshauptstadt München ziehen wollen, konfrontiert sind. Und wir wissen gleichwohl, wenn wir so weiter bauen wie bisher, dann werden die Siedlungsressourcen, Sie sehen das hier, das ist der Anstieg der Bevölkerung. Wir sind heute bei 1,44 Millionen. Wir werden relativ bald dann 1,5 und mehr Millionen Menschen im Stadtgebiet München aufnehmen müssen. Gleichwohl wissen wir, dass die Anzahl der Siedlungsflächen, die uns noch zur Verfügung stehen, entweder deswegen, weil sie noch nicht bebaut sind oder weil sie konvertiert werden können, also Kasernen, Bahnareale und dergleichen, dass diese Flächen rapide zu Ende gehen werden, wenn wir so weiterbauen wie bisher. Das heißt, 2030 wird die Methode, mit der wir bisher arbeiten, nämlich dann, wenn neues Bauland gebraucht wird, neues Bauland auch ausgewiesen wird, wird zu einem Ende kommen müssen, einfach deswegen, weil keine Siedlungsressourcen mehr zur Verfügung stehen. Es ist also dann die Frage natürlich, die naheliegt, wie gehen wir damit um, dass wir unseren Siedlungskörper Stadt, den wir haben, die Stadt ist das wertvollste Artefakt, das die Menschheit überhaupt hervorgebracht hat. Also wenn wir auf diesen Siedlungskörper der Stadt schauen, wie können wir den verdichten, um letzten Endes diese Kurve, die nach unten zeigt, wirklich im besten Sinne letzten Endes ändern zu können. Dichte, das muss man sagen, ist so alt wie die Stadt selbst. Letzten Endes ist ihr innerstes Wesen. Das innerste Wesen der Stadt ist es, zusammenzuarbeiten letzten Endes. Und die Stadt ist natürlich jetzt nicht nur eine Zweckgemeinschaft, sondern immer über die Jahrhunderte oder gar Jahrtausende Motor von Entwicklung. Von Entwicklung letzten Endes für das Fortkommen
der menschlichen Gesellschaft. Und Dichte letzten Endes funktioniert so, wenn man das einfach so sieht, die Maxvorstadt, die wir alle kennen, die Maxvorstadt, die, ich zeige Ihnen das anhand der letzten 200 Jahre, die so bebaut worden ist in der frühesten Zeit. Maximilian I. hat die ja letzten Endes beauftragt, deswegen auch die Namensgebung. Sie sehen hier in Carré, Schellingstraße, Theresienstraße in dieser Ecke mit 34 Einwohnern vor 200 Jahren. Und langsam über 200 Jahre wohnen 1500 Menschen in eben dem gleichen Carré. So dehnfähig ist der Körper der Stadt letzten Endes auf der Basis der Parzellierung. Der Parzellierung, die vor 200 Jahren im Prinzip die gleiche war, wie sie letzten Endes heute ist. Und man muss sich weiter vorstellen, das ist ein Bild von der Barastraße, nach Süden gesehen. Im Süden sehen Sie den Obelisken hier, Karolinenplatz, die Barastraße vor ungefähr 100 Jahren. Man muss sich auch klar machen, dass dieser Siedlungskörper gemacht worden ist für etwa das 7- bis 8-fache an Menschen, die wir heute darin leben. Viele sprechen ja davon, dass die Stadt München so dicht wäre und dergleichen. Es ist so, dass die Stadt vor 100 Jahren 7-mal so dicht war. Einfach deswegen, weil wir heute einen Wohnflächenkomfort von 45, 48 Quadratmeter pro Person haben, in der Ursprungszeit eben 6, 7, 8 Quadratmeter. Das heißt, die Häuser, die gleichen sind, letzten Endes, wie sie heute letztendlich da sind, in diesen Häusern haben 7 so viele Menschen gelebt. Und dafür ist die Stadt gemacht letzten Endes. Das ist die Grundlage der Urbanität, kluges Zusammenwirken. Und Sie sehen hier, das ist ein Blick in der Zeit, als die 1818, kurz danach, 20 Jahren, als die Mauern geschliffen worden waren, letzten Endes, so sah München aus, in dem Stich von Kobell. Man sieht das ländliche München und im Hintergrund diese großartige Kulisse, die heute ja auch noch letzten Endes das Stadtbild von München ausmacht. Das heißt, die Fragestellung war die, wie bauen wir weiter? Heute würde man sagen, na, vor den Toren, da machen wir das ein bisschen niedrig, da machen wir Einfamilienhäuschen oder Zweifamilienhäuschen oder Reihenhäuschen und so weiter. Nicht so damals. Die Generation war ungleich klüger. Sie sagte, okay, das ist die alte Mauer, die kommt weg an der Stelle. Und die beiden, Ludwig von Sckell, der berühmt gewordene Landschaftsarchitekt, der auch verantwortlich zeichnet für den Englischen Garten, und der junge Karl von Fischer wurden beauftragt, den ersten Plan für Maximilian I. zu zeichnen. Und Sie sehen hier letzten Endes, sie bauen zwar nicht die Altstadt weiter, die mittelalterliche hier, sondern sie entwickeln einen neuen Plan nach hygienischen Gesichtspunkten, den Rasterplan letzten Endes, auch aus Amerika zurückkommend, muss man sagen, aber mit einer extrem hohen Dichte, mit einer Dichte von 4,5 letzten Endes. Und Sie sehen das hier, Sie deuten das an, das ist im Prinzip eine frühe Vision, muss man sagen, die sich dann allerdings absolut so einstellt. Sie sehen das hier nochmal, ganz einfache Zeichnung, das ist das Tor, das noch da ist, Schwabinger Tor, das ist jetzt weg, Schwabinger Tor ist jetzt der Odeonsplatz, Sie sehen schon den Hof an der Stelle, die Residenz an der Stelle, den Hofgarten, den Garten des Hofes. Sie sehen den alten Botanischen Garten hier an der Stelle. Sie sehen den Karolinenplatz, die Barastraße hier an der Stelle, die Briennerstraße hier an der Stelle und die Idee des Königsplatzes. Alles bereits angelegt und genauso entwickelt sich die Stadt dann. Der Königsplatz, das stilisierte Ende hier an der Stadt, die große Achse, die erste Achse, die ausgeht, eben vom Kreuzungspunkt des Hofes hier an der Stelle. Die zweite wird dann hier rausgehen, das ist die von Ludwig, die Ludwigstraße, und es werden noch eine dritte und eine vierte folgen, die von Maximilian und Kurfürst. Wachstum ist nicht, wie es oft letzten Endes bezeichnet wird, weil man Sorge hat, wir sind im Augenblick in einer unglaublich beharrungsfreudigen gesellschaftlichen Zeit. Jeder hat Sorge, jeder besitzt, wir sind eine reiche Gesellschaft, jeder hat Sorge, dass das, was in der Zukunft auf uns zukommt, schlechter wäre, wie das, was heute ist. Und aufgrund dieser Grundhaltung sehen viele natürlich Wachstum als eine Situation, die in der Nachbarschaft andere Impulse bringt, die irgendwas verändern wird. Und deswegen begegnet man dem mit Sorge. Es gab gesellschaftliche Zeiten, die vollkommen anders damit umgingen. Ich zeige Ihnen ganz kurz Berlin. Stellen Sie sich vor 150 Jahren, hat Berlin, der Senat, beschlossen, einen Hygieniker zu beauftragen für ein Wachstum
in einer Zeit, wo Berlin 500.000 Einwohner hatte, muss man dazu sagen, für ein Wachstum auf 2 Millionen, auf 2 Millionen Menschen. Muss ich mal vorstellen, eine Stadt hat so eine Weitsicht mit 500.000 Einwohner, dass sie beauftragt eine Fragestellung, wie sieht die Gesellschaft der Stadt aus, wenn sie 2 Generationen, 3 Generationen weiter ist. Und in dieser Zeit wurde ein großer Stadterweiterungsplan gezeichnet und eben diese Klugheit dieser Menschen in dieser Zeit, sowohl die Beauftragenden wie auch die Agierenden, die dann diesen Plan entwickelt haben, letzten Endes verantworten heute, wenn man so will, das Bild oder das Wesen der Stadt Berlin. Das kann man in jeder Stadt im Prinzip vorführen. Ich zeige das an München auch nochmal, der junge Theodor Fischer, den viele von Ihnen zumindest nach dem Namen kennen. Er war nicht nur Stadtplaner, Stadtbaurat, einer der ersten Stadtbauräte, aber gleichwohl auch Architekt in München, verantwortet viele spektakuläre, pittoreske Situationen in der Stadt, wurde beauftragt, einen Plan zu entwickeln um die Jahrhundertwende, nachdem dann eben bis 1971 gebaut worden ist, einen Plan zu entwickeln, wie das Wachstum der Stadt aussehen kann. Und damit verantwortete er letzten Endes das Bild der Stadt, wie wir es heute kennen. Zum Beispiel diese Situation an der Richard-Wagner-Straße und ungleich viel andere Situationen. Die Realität der Verdichtung, die wir allerdings im Augenblick erleben, ist eine andere. Die Realität der Verdichtung ist eine Verdichtung nach einem Paragraphen, das ist der Paragraph 34 des Baugesetzbuches, ist eine Verdichtung im Einzelfall. Das ist eine Verdichtung. Sie sehen das hier zum Beispiel in Carré. Ich zeige Ihnen das in einigen Ortsteilen. Das ist Sendling, ein Block von vielen, gar kein besonderer letzten Endes. Das sieht man hier, das ist die Ursprungsbebauung. Und Sie sehen hier im Rahmen der Zeit, was da passiert. Es gibt dann letzten Endes Bauten, die einfach 5, 6, 7 Mal so groß sind letzten Endes. Und es sind Bauten, die natürlich Partikularinteressen bedeuten, Partikularinteressen derer, die dort sind. Und die Kommune hat keine Möglichkeit, sowas wie einen kollektiven Mehrwert abzuschöpfen. Denn es ist ja so, dass nicht die Bewohner bzw. die Eigentümer hier verantwortlich sind für die Prosperität der Stadt, sondern das Kollektiv aller. Ich zeige Ihnen das weiter. Bogenhausen, Sie sehen hier, das ist die unübliche Bebauung. Und so schaut es dann letzten Endes aus, dass im Laufe der Zeit der ein oder andere durch Erbteilung und so weiter Grundstücke verkauft. Sie kennen das alles. Und es führt dann natürlich zum einen zu einem Ärger in der Nachbarschaft, die so eine Bebauung, ich sage jetzt mal wenig, gerne haben wollen. Aber es führt vor allem zu dem Problem, dass die Gesellschaft aller oder die Gesellschaft in der Gänze, die Stadtgesellschaft, nichts von diesem Wertzuwachs hat, sondern lediglich derjenige, der zufällig dieses Grundstück besitzt. Nochmal ein Blick nach Harlaching. Es könnte anders gehen und das war die Fragestellung eben an dieses Gutachten. Und wenn Sie hier schauen, dann könnte man sehr nüchtern Parameter identifizieren, wie die Stadt sich entwickelt, so wie es zum Beispiel die Stadt Zürich jetzt tut. In Zürich ist es vorbei, die Zeit, dass Neuland entwickelt ist, das gesamte Wachstum aufgrund eines Bürgerbescheides dort stabil hinterlegt, gesellschaftlich hinterlegt. Das gesamte Wachstum passiert innerhalb der Stadt. So könnte es in München auch sein. Man könnte sagen, wo sind denn Verdichtungsareale und da gibt es dann einfach verdichtungsgenerierende Faktoren, zum Beispiel beste Erschließung durch den öffentlichen Nahverkehr. Das ist, glaube ich, naheliegend, dass das einer oder gar der wesentliche Faktor ist, wie die Stadt der Zukunft aussehen wird. Man kann im Umkehrschluss natürlich dann auch Verdichtung benutzen, um zusätzliche Nahverkehrslinien zu generieren. Und dann gibt es limitierende Faktoren. Ich zeige Ihnen da nur einen von vielen. Limitierende Faktoren können natürlich die sein, zum Beispiel, wo haben wir nicht ausreichend Grünversorgung, um letzten Endes Erholung und dergleichen für die zukünftigen Bewohner dort zu gewährleisten. Es ist also Abwägung von einer Vielzahl von öffnenden oder dichte generierenden Faktoren und dichte limitierende Faktoren. Da gehört auch der Denkmalschutz dazu oder Gebiete besonderer Identität, auch wenn sie nicht denkmalgeschützt sind und so weiter. Zum Beispiel die Altstadt, die muss nicht verdichtet werden und so weiter. Und dann könnte man sagen, okay, wir identifizieren eine bestimmte Anzahl von, wie will man sagen, so Typologien, die das Wesentliche eben dieser bestimmten Entwicklungszeiten sind.
Da gibt es zum Beispiel die kernstädtische Typologie, das ist der Block, Sie sehen das hier an der Stelle. Dann gibt es die Typologie dieser gelben Siedlungen, wo die meisten Menschen auch leben, muss man sagen. Es sind einfach dann diese großen Siedlungen der 50er, 60er bis Mitte 70er Jahre. Da hatten wir damals Stückzahlen, so ist es genannt worden, von bis zu 700.000 Wohnungen. Da sind wir heute weit davon entfernt, 700.000 Wohnungen in der damals noch kleineren Bundesrepublik, die dort realisiert worden sind und dann eben zu Siedlungen mit relativ sprödem Charme letzten Endes geworden sind. Sie kennen das alles, sind die gelben und die roten, und die roten sind Einfamilienhausgebiete. Einfamilienhausgebiete, die in der Zeit angelegt worden sind, heute allerdings mehr als fraglich sind, letzten Endes aus Begriffen der Nachhaltigkeit fraglich sind, wenn zum Beispiel eine U-Bahn unten durchgeht und U-Bahn irgendwo ankommt und man kommt drauf und hat Einfamilienhausgebiete, da ist einfach das, ich sage jetzt mal sowas wie ein Volksvermögen, das unter der Erde gebunden ist, mit dem, was über der Erde ist, letzten Endes nicht kompatibel oder kohärent in Beziehung gesetzt. Und wir haben dann einfach geguckt, wie viel Verdichtungspotenzial gibt es in diesen Siedlungen der 50er, 60er, 70er, aber auch in den kernstädtischen Gebieten. Und Sie sehen hier, es ist mehr als eine 500.000 Menschen, die in der Stadt der Zukunft Platz finden könnten, ohne weitere Siedlungsgebiete am Rand auszuweisen, die dann natürlich auch noch das Problem haben, dass zusätzlich technische Infrastruktur, verkehrliche Infrastruktur, soziale Infrastruktur und dergleichen zusätzlich hergestellt werden muss. Das sind so diese Streusiedlungen, die Sie überall so kennen, so die Kaffeemühlen, die langsam dichter werden und so weiter. Das ist das Phänomen von vorher, die dann plötzlich das Fünffache an Volumen dieser ursprünglichen Bebauung haben. Dann gibt es einen relativ spröden Charme eben dieser monostrukturellen Anlagen von Verkehr. Sie sehen das hier, Peitschenleuchte und so weiter. Also reine Doktrin der verkehrsberuhigten Stadt der Nachkriegszeit. Man kann, glaube ich, klar sehen, dass es da unglaublich viele Umwidmungspotenziale im Hinblick zu mehr Aufenthaltsqualität und dergleichen gibt. Wenn wir jetzt solche Streusiedlungen nehmen, die eine Dichteziffer von 0,5 haben, dann leben im Stadtgebiet 120.000 Menschen in eben diesen Siedlungen. Und man könnte einfach deswegen, wenn man das kontrolliert größer macht, an der Stelle 120 zusätzliche 1.000 Menschen unterbringen. Und man meint jetzt nicht, dass die Architekten immer meinen, das sind immer so quadratische Kisten so und so weiter, sondern man kann einfach, wenn man sagt, man sucht gute Beispiele in der Stadt, man findet da sehr viele dafür. Sie sehen hier die Straße, reine Verkehrsstraße, das gesamte Grün, also die Behaglichkeit wird von Privaten gemacht. Sie sehen, die gesamte Bepflanzung ist im Privatgrund. Die Straße selber ist nur ein Versorgungsträger, das heißt Begegnungsfall zweier Fahrzeuge, rechts und links Längsparker, Gehweg fertig. Man kann das auch noch verkoppeln, dann kommen nochmal gut 150.000 Menschen dazu. Auch dafür gibt es in München unglaublich schöne Beispiele. Es sind immer verkoppelte Häuser hier an der Stelle, immer zwei zusammen, manchmal drei zusammen, wie es hier zum Beispiel an der Bodmerstraße in Neuhausen der Fall ist. Und man könnte es natürlich schließen oder teilweise schließen und dann kämen solche Dinge wie zum Beispiel hier in der Friedrich-Herschel-Straße zustande, die wunderbar auch da, die Straße ist frei von Bäumen, ganze Amte Aufenthaltsqualität, also es minimiert, der städtische Grund ist minimiert, aber trotzdem gibt es eine enorme Beschaulichkeit, Aufenthaltsqualität, letzten Endes auch Identifizierbarkeit der einzelnen Häuser in eben dieser Struktur. Und dann könnte es so sein, dass diese gesichtslosen Streusiedlungen, an die wir uns alle gewöhnt haben, die aber wirklich nichts Besonderes sind, dass sich die dann so nach und nach, Sie sehen das hier so alle 10 Jahre, ein bisschen weiter verdichten, um dann am Ende, ich glaube, Stadt ist nie vollständig, es wird dann immer noch so, ich sage jetzt mal, Erinnerbarkeit an das Ehemalige geben, wenn über Generationen der Besitzer, die Besitzer eben dann nicht mitmachen. Aber das tut dem Bild des Ganzen und der Nachhaltigkeit des Ganzen letzten Endes keinen Abbruch. Ähnlich könnte man mit diesen monostrukturierten Siedlungen umgehen. In den 50er Jahren, die Doktrin war einfach die, man muss mit dem Auto gut hinkommen, man muss mit dem Auto von der Siedlung gut in die Stadt kommen letzten Endes. Und Wohnen ist Wohnen. Wohnen ist einfach nur das Bedürfnis, Küche zu haben, ein Klo zu haben und so weiter. Und dann kann man das stapeln
Und letzten Endes ging es in dieser Zeit um Wiederholung, um Repetierbarkeit, es ging um Vorfertigung und so weiter. Es war ein Bauen aus der Not, das war auch sinnvoll natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg letzten Endes. Die Mittel waren gering, die Not war groß, die Wohnungsnot war groß. Letzten Endes heute können wir allerdings diese Siedlungen vielleicht unter dem Begriff der Nachverdichtung von der Vorstadt zur Stadt letzten Endes wieder viel, viel sinnvoller in den Begriff von Urbanität bringen. Sie sehen auch hier die autogerechte Stadt, keine Aufenthaltsqualität in der Straße. Die Straße gehört den Autos, ist ganz klar hier, einfach durch das, wie sie angelegt ist. Und auch hier könnte man dadurch, dass man die Gebäude höher macht, dadurch, dass man sie ergänzt mit mittelhohen Gebäuden oder wenn sich beide miteinander in eine Strategie vereint, einen Wert von 400.000 versus 200.000 letzten Endes erzielen, sodass da ein Gebäudevorrat ist für 200.000 zusätzliche Menschen in München. Und so könnte, es gibt es auch innerstädtisch, nicht nur vorstädtisch, innerstädtisch, das ist die ISA, das Deutsche Museum hier, so könnten letzten Endes auch innerstädtisch diese Zeilensiedlungen bestehen bleiben. Man muss die nicht wegnehmen, aber Sie sehen das hier, man könnte die durch Strategien der Verräumlichung letzten Endes dann in eine Situation bringen, dass es erstens doppelt so viele Menschen sind, die dort leben können, aber, und das ist wichtig, natürlich auch in einer anderen Qualität dort leben, als letzten Endes in diesen kaum nutzbaren Zwischenräumen zwischen den einzelnen Gebäuden. Und das Dritte sind innerstädtische Gebiete. Ich zeige Ihnen hier einen Block, der eh schon relativ dicht ist, das ist im südlichen Bahnhofsviertel. Ein Block, der eine extrem hohe Dichte hat, fast von 4 an der Stelle eine Dichte. Aber auch da ist es so, dass man, wenn man sagen würde, okay, München braucht mehr Raum für die Menschen, die dort zukommen, nicht nur wollen, sondern auch werden. Das muss klar sein. Es ist nicht die Frage, ob man Nachverdichtung will oder nicht, sondern es ist die Frage, sie passiert. Ja, sie passiert jeden Tag, das habe ich vorher gezeigt mit diesen Beispielen. Sie passiert jeden Tag, sondern die Frage ist nur die, ob wir Verdichtung als Gesellschaft planen wollen. Und zwar planen zum Wohle aller. Eine Strategie könnte natürlich einfach sein, die zukünftige Stadt ist höher als die heutige Stadt. Was spricht dagegen? Und dann könnte man sagen, die Hausbesitzer, die alle dann irgendwann mal zu einem Punkt kommen, wo sie sagen, gut, wir haben einen Sanierungsstau, da muss was passieren, dann könnten eben diese Hausbesitzer sagen, okay, wenn ich das um 1-2 Geschosse höher machen kann, dann habe ich eine ganz andere Stimulanz, um hier etwas zu tun. Man könnte Ensembles identifizieren. Ich zeige Ihnen eine sehr schöne Skizze unter der Zeit von König Ludwig dem I., der verantwortlich ist für die großen, spektakulären Achsen der Stadt, unter anderem natürlich die Ludwigstraße. Das können wir teilweise nicht mehr so machen, dass wir damals wie der Monarch in Privatbesitz eingreifen letzten Endes. Sie sehen das hier an der Stelle. Aber man kann trotzdem Gebiete identifizieren, die im Stadtkörper unglaublich schön liegen, wie zum Beispiel die Sonnenstraße, das ist ja die alte Mauer, die Sie hier sehen, da ist der Stachus an der Stelle, das ist die alte Mauer an der Stelle, Sonnenstraße, wie sie sich in der Nachkriegszeit entwickelt hat, die so wie sie da ist letzten Endes lange nicht ihr Identifikationspotenzial weder räumlich noch architektonisch letzten Endes ausnutzt. Und man könnte sagen, okay, lass uns doch die Sonnenstraße als einen großen Boulevard umbauen. Ein bisschen polemisch, doppelt so hoch, das ist ein bisschen zu viel für die Münchner, ist schon klar. Aber man könnte sie zumindest ein bisschen höher bauen letzten Endes. Wir haben es einfach mal doppelt so hoch gezeichnet, weil sie auch so breit ist hier an der Stelle. Und dann könnte man, wenn man so eine bestimmte Anzahl von Jahren, vielleicht auch Dekaden sich vorstellen mag, könnte es so sein, dass langsam sowas wie eine neue Stadt über der alten wächst. Eine neue, die auf der einen Seite natürlich vielleicht ein bisschen schöner auch ist als der spröde Charme der 50er, auf der anderen Seite natürlich aber auch ein ungleich anderes Volumen und damit einen Platz für Menschen bietet. Es ist allerdings nicht nur eine architektonische Sache, sondern es ist die Grundlage für das, was ein Boulevard sein kann. Ich zeige Ihnen eine Zeichnung von Monet, nämlich wirklich Urbanität, die dadurch entsteht. Heute ist die Sonnenstraße ein Verkehrsträger, Sie kennen das alle, primär muss man sagen, aber wirklich Urbanität, die dadurch
entstehen könnte. Und das letzte Kapitel, ich gucke schon ein bisschen zu Frau Benzi, ob schon pressiert. Nein, sie ist ganz entspannt. Sie hat nämlich den Auftrag, mich hinzuweisen darauf, wenn ich über die 30 Minuten spreche. Das letzte ist das Hohe Haus. Das Hohe Haus. In München meint man, München ist eine unglaublich homogene bürgerliche Stadt. Auch deswegen, weil sie nach dem Krieg von den restlichen Städten der Bundesrepublik belächelt, sagte, okay, wir bauen die Stadt so wieder auf, wie sie letzten Endes auch mal war. München ist trotzdem nicht so homogen, wie man sich es vorstellt. Sie können, das ist der Blick vom alten Peter, nach Westen gesehen. Sie kennen das alle, der Justizpalast letzten Endes hier, der alte Kaiser. Es sind sehr, sehr viel, wenn man von oben auf die Stadt guckt, ist sie sehr viel weniger homogen als im unteren Bereich. Das Hohe Haus gibt es in München zuhauf. Letzten Endes auch die Brauereien benutzen das, Sie sehen das hier. Es gibt es zuhauf, es tut auch niemand weh, wenn diese hohen Häuser jetzt nicht überhoch sind. Und wir gehen davon aus, dass ein hohes Haus, wenn es 50, 60 Meter singulär klug gesetzt ist, letzten Endes die Stadtsilhouette eher bereichert, als ihr schadet. Es gibt bereits in den 20er Jahren die ersten Skizzen dazu, von Hermann Sörgel gezeichnet, in der Mitte den Liebfrauendom. Und Sie sehen hier zum Beispiel an der Hackerbrücke, in dem Bereich zwischen der TU und dem Bahnhof und so weiter, gibt es eh schon die Kette von Kirchen und damals letzten Endes der Versuch, an der Stelle das Hohe Haus zu argumentieren. Es gab wunderbare, teilweise auch ein bisschen naive Zeichnungen, muss man sagen. Aber wenn man die so sieht zum Beispiel, dann könnte man sich das durchaus vorstellen, weil oftmals ist es ja so, wenn etwas da ist, dann dauert es eine Weile, aber dann beginnt man das einfach zu lieben. Wenn es gut ist, muss man sagen. Wenn es nicht gut ist, dann passiert das Gegenteil. Aber wenn es gut ist, dann tut die menschliche Gewohnheit das, dass man das beginnt einfach als gewohnt bzw. als gegeben anzunehmen und das auch zu mögen. Und ich vermute mal, wenn dieses Ding, 25 Geschosse im Viktualienmarkt, kann man heute nicht mehr sich vorstellen, oder? Vielleicht die kommende Generation schon wieder, aber unsere heutige beharrungsfreundliche, die sagt, der Viktualienmarkt muss so sein, wie er jetzt ist, war vor zwei Generation noch vollkommen anders, könnte vielleicht auch in der Zukunft wieder anders werden, würde es lieben, wenn sowas stünde. Oder auch an der Hackerbrücke 25 Geschosse. Heute, wenn Sie das zeigen im Stadtrat, die zerreißen Sie letzten Endes, wenn Sie sowas als Planer vorstellen. Ist alles gedacht. Andere Städte tun das auch. Sogar Theodor Fischer, da wo jetzt das Denkmal des Sendlinger Tores steht, nimmt als Stadtplaner in den 10er Jahren des letzten Jahrhunderts das Sendlinger Tor weg und baut da einfach ein hohes Haus hin. Als Stadtbaurat, muss man sagen. Ist nie gebaut worden. Aus dieser Serie wurde eins gebaut, das ist das, Sie kennen das alle, am Altstadtring. Und es ist eins der schönsten Häuser der Stadt. Das wird keiner anders sehen, letzten Endes. Das ist das, was wir auch trainieren mit unseren Studierenden in der Achse des, der Neuhauser Straße, Fußgängerzone. Einfach Häuser zu denken, die sowas wie die Stadt der Zukunft, die eine urbanere ist, eine dichtere ist. Das ist auch ein Stadtmodell, das wir am Lehrstuhl entwickelt haben. Sie kennen alle das Theatinerkirche, Liebfrauendom. Aber es könnten durchaus Gebäude der Höhe, die nicht die Schiffe, ich sage jetzt mal die Fürste der Schiffe der großen Kirchen übersteigert, letzten Endes die Stadt der nächsten Zukunft sein, die einfach klüger ist, deswegen, weil diese Streusiedlungen, diese Suburbs, die letzten Endes nur fürs Wohnen da sind, aber nichts, was mit städtischer Qualität und dem, was Urbs, die Stadt, letzten Endes sein kann, zu tun hat. Damit danke ich Ihnen bereits für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Fink, für diesen tollen Vortrag, der uns sicherlich gezeigt hat, dass Dichte nicht unbedingt Verlust sein kann, sondern Dichte auch neue Qualitäten bringen kann. Ich bin jetzt vom Fach, von daher mich zu überzeugen war jetzt vielleicht einfacher. Trotzdem, die Veranstaltung richtet sich ja jetzt auch gerade an viele Bürger aus München. Von daher bin ich jetzt sehr gespannt, ob Fragen da sind. Ich muss allerdings sagen, hier vorne sehe ich eine Person, ja.
Es ist, ja genau, die muss man ein bisschen weg, weil ich sehe nur die Scheinwerfer. Aber, ja. Ja nun, ich bin ein uralt Münchner, bin in einer sogenannten Vorstadt aufgewachsen, liebe die grüne Umgebung, die ich dort finde. Ich beschäftige mich berufsmäßig mit Haustechnik und Klimaanlagen. Wir leben in einer Zeit, in der es sichtlich und deutlich wärmer wird. Ich kenne große Städte, die mit dieser Erhitzung Riesenprobleme haben, speziell in nachverdichteten Bereichen, wo einfach die Temperaturen durch fehlendes Grün derart ansteigen, dass wir Riesenprobleme haben, die erforderlichen Kühlungen für EDV-Anlagen und sonst etwas zu realisieren. Also das ist vielleicht für mich auch nachdenkenswert, dass man in einer Stadt das Grün, Tokio zum Beispiel, versucht jetzt grüne Fassaden zu kreieren. Also bewachsene Hochhäuser, kann man darüber diskutieren, um diese schreckliche Stadtklima in einer so hochverdichteten Stadt einigermaßen lebenswert zu gestalten. Das wollte ich dazu sagen. Okay. Ja, also. Ich wollte nur dazu sagen, die Problematik, die entsteht, das ist ja auf der einen Seite die Planung, es sind die Investoren, es sind die Menschen. Und in diesem Spannungsfeld müssen sie sich bewegen. München ist also zum Teil in der Hand von Investoren, die dann wiederum den armen Bürgern den Hals zudrehen. Und die Stadt muss dann immer Deals aushandeln, wenn irgendwelche Flächen bebaut werden. Was bleibt grün, was wird bebaut? Und meistens ist die Stadt dann im Hintertreffen und die Grünfläche ist dann eben die beschnitten wird. Das wollte ich nochmal zum Überlegen bringen, dass einfach auf lange Sicht ist einfach die Überlegung, dass man das Grün erhält und an die Bürger denkt und nicht an die Investoren. Ja, jetzt vielen Dank. Es waren jetzt beides Beiträge, die gar nicht so explizite Fragen formuliert haben, aber ich denke, es wäre doch ganz gut, jetzt auch mal. Es ist bedeutend natürlich. Also es darf zu keinem Verlust führen. Das ist ganz klar. Und natürlich ist es so, dass das Stadtklima ein zunehmender Aspekt in der Zukunft wird, das heute bereits einer ist. Also nicht nur Luftqualität letzten Endes, wie ich gelesen habe, dass auch in den Tagen das eine richtige Rolle spielt hier, sondern auch natürlich der Lärm letzten Endes, das ist klar. Und einige andere Dinge, das ist von Bedeutung. Und ich glaube, dass diese Ideen, die wir versuchen, langsam sehr breit, das ist auch ein Gutachten, das jetzt nicht nur wir als Stadtplaner gemacht haben, sondern eben auch mit Klimatechnikern, in dem Fall mit Professor Hausladen von der TU, Lehrstuhl für Klimadesign, zu entwickeln. Das waren Aspekte, die immer dabei waren. Und man muss auch nicht sagen, dass das, was ich Ihnen jetzt vorgeführt habe, letzten Endes einfach über die Stadt gestreut wird, sondern es ist einfach die Annahme, dass es klug ist, wenn in einer Stadt unterschiedliche Sphären sind. Zum Beispiel, dass Menschen, wie Sie das jetzt sagen, sie lieben das so, wie sie aufgewachsen sind, so wie sie leben. Solche Bereiche muss es geben. Die müssen bleiben. Dass eben Lebensentwürfe, die genau diese Annahme treffen, letzten Endes auch befriedet werden. Es gibt aber andere, das sind zum Beispiel die jungen, wilden Kreativen und so weiter, die müssten in einer Stadt, die so gesättigt ist wie die Münchner, die letzten Endes auch Dichte gar nicht so richtig zulässt, die verschwinden ja alle. Die verschwinden alle nach Barcelona, die müssen nach Berlin gehen letzten Endes, die müssen nach London gehen letzten Endes. Und was ich damit ist ein bisschen polemisierend, ich weiß, aber es geht darum, dass alle Lebensentwürfe in der Stadt, die ja nicht dauerhaft sind, sondern die sind ja auch temporär. Man ist mal ein junger Wilder so mit 18 oder weiß ich nicht, 35 oder irgendwie so. Und dann entscheidet man sich auch wieder in eine andere Lebensphase einzutreten. Und dafür muss der Körper der Stadt einfach bestmögliches Gefäß sein. So muss man sagen. Und eine Nachverdichtung muss in diesem Kontext einfach zu Gewinnern führen und nicht zu Verlierern. Das heißt, es muss qualifiziert werden. Darum habe ich Ihnen so Flächen gezeigt, wie diesen Platz, der voll geteert war. Das war in einer bestimmten Zeit mal die Doktrin und damals war das null Problem. Heute wird man sagen, Mensch, das ist ja ein halber Hektar, der hier geteert ist für nichts und wieder nichts. Kann man doch mehr, genau das meine ich ja, da kann man jetzt genau mehr machen. Da kann man das Grünvolumen, wenn man das will, vergrößern, da kann man spielen, da kann man Aufenthaltsflächen daraus machen und so. Um genau das geht es, um die Qualifizierung. Das ist das, was Sie,
das, was Sie, was im Prinzip im Kern eine Antwort sein könnte auf die Phänomene, die Sie beschreiben. Und dann muss ich ein bisschen, vielleicht nur, wenn ich das noch sagen darf, ein bisschen eine Lanze brechen für die Stadt München. Es gibt in der Bundesrepublik, muss man sagen, keine zweite Stadt, die so klug mit einer sozialen Bodenordnung umgeht. Das ist die Sorbonne, das ist ein Gesetz gegossen letzten Endes. Das Gesetz wird immer wieder beklagt von eben Investoren letzten Endes. Und die Stadt hält es, das fällt nie um. Das ist oftmals letzten Endes juristisch beklagt worden letzten Endes. Und es hält. Die Stadt verlangt, dass dann, das ist wichtig, weil wenn nach dem 34er genehmigt wird, hat die Stadt keinen Zugang. Das geht gar nicht. Das Eigentumsrecht und Baugesetzbuch, da gibt es nur die Verhandlungen. Aber im Regelfall oder oft hat die Stadt an zwei Stellen Möglichkeiten mitzureden. Das eine ist das Einfachere, wenn sie Flächen besitzt oder wenn ihnen Flächen übertragen werden, wie zum Beispiel die Bahnflächen, wie zum Beispiel Konversionsflächen vom Bund und so weiter. Dann hat die Stadt Möglichkeit einzugreifen. Die Stadt baut nicht selbst, bleibt auch nicht Besitzer letzten Endes, sondern gibt es dann weiter mit der Sorbonne und verlangt, dass 30% öffentlich geförderter Wohnungsbau in jeder Lage gemacht wird, auch in der Stadtmitte. Auch zum Beispiel in so Quartieren wie am alten Botanischen Garten, wo man sagt, letzten Endes sind höchstwertige, preisige Quartiere, 30% öffentlich geförderter Wohnungsbau. Und es tut keine zweite Stadt in Deutschland. Ich sage jetzt mal so, die mitteleuropäische Szene kenne ich jetzt in dem Detail nicht so gut, aber da muss man auch sagen, da geht die Landeshauptstadt mit ihren politisch Verantwortlichen wie auch mit ihren administrativ Verantwortlichen, gehen da an sich vorbildhaft um, muss man sagen. Vielen Dank für diese zusätzlichen Informationen. Das waren noch, genau, ich glaube aber die Frau in der bordeauxfarbenen Jacke war jetzt zuerst. Oh Gott, hier sind noch ganz, oh ja, jetzt müssen wir aber gucken. Wir haben noch 5 Minuten, bis der nächste Vortrag beginnt. Ja, gut. Ich möchte meine kritische Anmerkung machen. Die Architektur für die Vergrößerung und Weltstadt München ist wirklich vorbildlich. Aber Lebensqualität, bezahlbare Wohnungen für Menschen, für Studenten, für junge Familien ist in München nicht mehr möglich. Sie haben wunderschön Bogenhausen gezeigt, Sie haben schöne Straßen gezeigt, wo aber diejenigen Eigentümer sind seit Generationen. Danke. Möchten Sie darauf? Nein, das gut, kann man. Dann. Danke. Ja, jetzt ist, da hinten meldet sich noch ein Herr, aber hier am Rand, oh Gott, ich ist jetzt wirklich, und dann müssen wir, glaube ich, auch mal auf die andere Seite. Ja. Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, verstehen Sie Urbanität auch, Nutzung der Straßenfläche mit Cafés und Ähnliches. Habe ich Sie da richtig verstanden? Also nicht, also ich glaube, man kann es jetzt nicht reduzieren darauf, aber ich höre Ihnen gerne zu, was ja, jetzt noch. Die Frage ist nur, wenn dann eine Tasse Kaffee 4 Euro kostet, ja, dann wird sich da schnell niemand mehr einfinden. Und das, was Sie an Urbanität verstehen, würde ich gerne noch ein bisschen ausführlicher erläutert kriegen. Und die nächste Frage, eine sehr persönliche, würden Sie da drin wohnen wollen, was Sie alles planen? Ja, natürlich. Das kann ich, die zweite kann ich einfach ja sagen. Ich wohne auch letzten Endes sehr, sehr innerstädtisch an der Leopoldstraße. Das ist das Erste. Und zum anderen Teil, ich glaube, das ist nicht, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, ich glaube, dass Nachverdichtung dazu führt, dass eben langfristig das alles passieren kann, dass kostengünstig gewohnt werden kann in der Stadt. Wenn es nicht passiert, dann wird ja der Grund verknappt letzten Endes. Und wenn es nicht passiert, dann wird die Nachfrage noch höher, als sie heute ist. Und man darf ja nicht glauben, dass München als teuerste Stadt Deutschlands schon am oberen Ende ist. Sie müssen ja nur woanders hinschauen. Sie können das Doppelte erzielen. Also man darf nicht glauben, wir sind jetzt am oberen Ende, sondern es wird weitergehen. Und dieses Weitergehen passiert einfach dadurch, diese Spirale, die passiert einfach durch den Zuzug. Und man kann, es gibt kein Instrument, das die Politik, die Gesellschaft, die Administration anwenden kann, um diesen Zukunft, um diesen Zuzug nicht möglich zu machen. Es gibt nicht. Wenn Ihnen eins einfällt, dann sagen Sie das letzten Endes.
Es gibt keines, sondern es ist einfach freie Marktwirtschaft letzten Endes. Und das Einzige, was man tun kann, wenn man es sozial kontrolliert macht, ist, Instrumente zu entwickeln und höhere Dichten zuzulassen, damit mehr gebaut wird. Nämlich der Zuzug passiert auch ohne. Und dann gibt es diesen Verdrängungsprozess letzten Endes, der dann dazu führt, dass es bestimmte Areale gibt, wo der Kaffee, Sie können aber anders hingehen, Sie können nach Zürich gehen, dann kriegen Sie keinen Kaffee für 4 Euro. Der kostet nämlich 8 Franken dann. Gut, jetzt muss ich mal auf diese Seite gucken. Hier vorne ein Herr und dann vielleicht da hinten die Dame mit dem pinkfarbenen Schal oder Kragen. Ich sehe das größte Problem im Baurecht und bei den Siedlungen, also Reihenhaussiedlungen und Einzelsiedlungen in den Menschen, die dort wohnen, im Besitz. Was den Besitz betrifft, wir haben also selbst, wir wohnen in einem Vorort von München, da sieht es dann so aus, die Gemeinde möchte eigentlich ganz gerne eine Verdichtung, weil die Häuser zum Zeitpunkt gebaut wurden, wo die Gemeinderegierung noch gedacht hat, nur ja nicht so viele Leute und eigentlich eine künstliche Begrenzung der Wohnfläche gemacht hat. Jetzt einigt sich die Gemeinde mit einem grundsätzlichen Plan, wie man die Häuser alle ändern könnte, der Reihe nach, der erste fängt dort an. Da findet sich jemand, der dagegen protestiert, es schließen sich eine ganze Reihe Hirnamputierter an und sie machen einen Marsch vor die Gemeinde und mit Riesentamtam. Und die, die nachlaufen, die wissen eigentlich gar nicht mehr, um was es geht. Die Gemeinde bekommt Angst, sie wollen ja auch nicht abgewählt werden das nächste Mal, zieht sich zurück, die Genehmigung wird nicht gegeben. Das ist der eine Fall. Der nächste Fall ist ähnlich, wo dann der Bauamtsmann sagt, ja, Sie könnten zwar jetzt hier vielleicht aufstocken, aber das geht nur, wenn die ganze Reihe das macht, gleichzeitig, völlig unmöglich. Wir hatten Kinder seinerzeit, um uns herum waren lauter Pensionisten, so an der Grenze ihrer, bevor sie halt ins Altenheim ziehen. Völlig aussichtslos. Das nächste Problem, Urbanität. Es gibt eine ganze Reihe Cafés, es gibt also Läden und so weiter. Nur, es ist dann so, die werden dann so vermietet von den Eigentümern, wo am meisten eingeht. Irgendwelche Schickimicki, sowas sieht man in München ganz klar. Aber das, was eigentlich das Volk so braucht und was man eigentlich an Urbanität sich wünscht, das wird verdrängt. Und da muss ja am Baurecht einmal wirklich endlich mal was ändern. Gut, Sie sprechen tatsächlich das wesentliche Problem der Nachverdichtung an. Da habe ich vielleicht wenig dazu gesagt. Es ist so, das ist ein menschliches Phänomen, dass es Menschen gibt, die schon bereits da sind, die damit einen Beharrungscharakter haben. Und es gibt andere, die dazukommen. Und die haben keine Lobby, die haben keine Stimme. Sie brauchen Wohnungen letzten Endes. Und wenn sie das in den Siedlungsgebieten immer machen, dann haben sie sofort eine Anzahl von, ich gucke mal so in den Saal rein, das ist leicht in Fürstenried innerhalb von einem Abend herzubekommen, so eine Anzahl von Menschen, die dann sagen, das geht nicht. Und zwar deswegen, weil das zu dicht ist, weil die Bäume, das ist immer das gleiche Vokabular letzten Endes, ja, die gar nicht zuhören, sondern einfach von Anfang an dagegen sind. Das ist tatsächlich im Augenblick die Realität und das Problem der Nachverdichtung, die unsere Politik hat und die Administration hat. Auch die Politik, auch das haben Sie kurz angerissen, ist es so, dass es Politiker gibt. Es sind alle Fraktionen für die Nachverdichtung letzten Endes, wenn Sie generell fragen. Es ist jede Persönlichkeit am Abend, wenn Sie in Fürstenried sind, bei Ihren Wählern letzten Endes gegen Nachverdichtung letzten Endes, weil, genau wie Sie sagen, weil Sie oder er eben wieder gewählt werden will. Das ist ein Konflikt, den man an sich systemisch kaum lösen kann, den allerdings mit einem Blick auf die Schweiz zum Beispiel, dort ist es anders, dort ist es so, dass es ein Bürgerbegehren gab. Und dieses Bürgerbegehren hieß, wir wollen eine 2000-Watt-Gesellschaft sein. Die Stadt Zürich, der Kanton Stadt Zürich hat sich committed mit 76%. Wir wollen innerhalb von 2 Generationen eine 2000-Watt-Gesellschaft sein. Und auf dieser Basis, dass es ein Mandat des Volkes gibt, letzten Endes, kann die Politik und die Administration handeln und sagen, gut,
wenn es ernst ist, dann heißt es, dass wir das, das, das und so weiter, dass wir aus dem Atomausstieg beschleunigen, dass wir Kohle und so weiter. Und das heißt auch, so haben es die Zürcher runtergerechnet, das heißt auch, dass wir kein neues Siedlungsgebiet mehr, wir haben einen Zuzug von 8.000 in Zürich, letztendlich kein neues es wird auch seit 2008, da war das Bürgerbegehren, kein neues Gebiet mehr erschlossen, sondern Zürich wechselt das Bild. Im Augenblick werden 30 Hochhäuser gebaut in Zürich. Das ist die Kondition. Und das ist dann auch die Kondition letzten Endes, mit der die Bürger, die dafür gestimmt haben, leben müssen. Dass der Strom teurer wird, wenn man aus dem Atom rausgeht letzten Endes. Dass die Stadt ein anderes Bild hat. Aber das ist, wenn man lange Zeit anguckt, etwas vollkommen Entspannendes. Etwas vollkommen Entspannendes. Schauen Sie den Block an. Wenn Sie vor 200 Jahren mit den Bürgern der Schellingstraße gesprochen hätten, die hätten sich nicht denken können, wie wir heute letzten Endes das Gebiet kennen, lieben und nebenher gesagt, es ist das teuerste der Stadt letzten Endes. Es ist dicht und es ist gleichzeitig das, wo die meisten Menschen leben wollen und weil es so viel Nachfrage gibt, gibt es entsprechend auch die Reaktion in den Preisen, das ist klar. Ja. Ja, die Zeit ist knapp, das Thema interessiert viele. Ich hatte jetzt noch eine letzte Frage gesagt, das war die Dame mit dem pinkfarbenen Kragen. Ich hoffe, es gibt noch Gelegenheit, das weiter zu diskutieren. Vielleicht können wir auch noch Fragen nach dem nächsten Vortrag einflechten, aber jetzt zuerst mal Ihre Frage. Es geht eh schnell. Ich wollte nur fragen, welche Rolle spielt denn der Autoverkehr in Ihren Planungen? Ein wesentlicher natürlich, das ist klar. Das ist einer der Engpässe, das ist klar. Wobei, es waren auch Verkehrsplaner beteiligt natürlich an der Studie. Und auch da ist es so, dass wir über einen Zeitraum sprechen, wo wir die Konsequenzen in der Mobilität gar nicht richtig beurteilen, sondern nur ahnen können. Ja, und auch ein bisschen in die Richtung wirken können. Klar ist, glaube ich, dass der Ausstieg aus der Verbrennung kommt. Klar ist, dass letzten Endes eventuell es so ist, dass es einen Abschied gibt vom Individualverkehr, dass wir nur noch am Handy sitzen und sagen, wir brauchen ein Auto, dann tippen wir irgendwo hin und es kommt ein Auto. Und das ist letzten Endes braucht man nur noch, sie brauchen dann nur ein Zehntel der Autos, aber die sollten halt dann in Bewegung sein. All diese Dinge werden ja im Augenblick diskutiert. Tiefgaragen wird es vielleicht so gar nicht mehr geben müssen. Viele Städte reagieren jetzt darauf durch den Stellplatzschlüssel, der auf Null zurückgefahren wird. Es passiert da sehr viel im Augenblick und das ist ein großes Feld letzten Endes. Mit Smart City hat das zu tun, auch mit mehreren Komponenten. Da kann man nur, ich glaube, man kann nur offen sein für eine Vermutung, dass es erstens viel schneller gehen wird, als wir uns alle vorstellen. Das ist, glaube ich, etwas. Und dass es letzten Endes dazu führt, dass radikal der Verbrennungsmotor und das, was damit einhergeht, also der Mobilitätsbegriff des letzten Jahrtausends, sehr, sehr schnell ein grundsätzlich anderer wird. So, also so, vielleicht kann man das so offen sagen. Ja, leider ist die Zeit zu Ende der kurzen Fragen. Vielen Dank, Dietrich gerne, Fink, für diesen interessanten und offenbar auch das Publikum bewegenden Input. Wir bleiben ja beim Thema, wenn wir es jetzt auch von einer ganz anderen Seite angucken. Gut, jetzt die nächste Vortragende, Saskia Gränitz, wird gerade verkabelt, deswegen kann sie noch nicht auf das Podium kommen. Die wird sicherlich auch viele Seiten ansprechen, die ich jetzt schon in manchen Fragestellungen gehört habe. Sie ist Soziologin, hat an der Universität in Jena und in Leipzig studiert und im Moment arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Promovendin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München bei Herrn Professor Stefan Lessenich. Und ihre Promotion oder der Titel ihrer Promotion lautet Figurationen des Sozialchauvinismus, Ressentiments gegen